Nein, die Schweiz ist ein Sonderfall in so vielen Beziehungen. Ja? Muss ich euch gar nicht sagen, nicht wahr? Ihr seid wie das gallische Dorf im Römischen Reich. Ganz Europa ist Europäische Union. Bis auf ein kleiner weißer Fleck. Direkt in der Mitte Europas. In Deutschland hält man euch für einen Grafikfehler. Wirklich. Vom riesigen Monitor und sagt, ist alles Europäische Union. Hallo? Sorry, da ist ein weißer Fleck. Da ist irgendwo. Irgendwelche Pixel sind da abgeraucht. Kann das sein? Geben Sie mir mal eine Lupe. Unter der Lupe siehst du einen Schweizer mit einem Mittelfinger. Da ist dein Grafikfehler. Hier. Super. Weil ihr macht ja nicht mit. Das sollte eigentlich eure neue Nationalhymne sein. Wir machen nicht mit. Bum, 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 bum. Bei so vielen Sachen macht ihr nicht mit. Komm, wir machen den Euro. Wir machen nicht mit. Komm, dann wenigstens in die EU. Wir machen nicht mit. Komm, wir machen die NATO. Wir machen nicht mit. Nirgendwo macht. Wir machen den Ersten Weltkrieg. Wir machen nicht mit. Hey, komm, den Zweiten Weltkrieg wenigstens. Jeder macht mit. Wir machen nicht mit. Sollte es einen Dritten Weltkrieg geben, wird die ganze Welt untergehen. Ihr werdet die Einzigen sein, die überleben werdet. Alles ist weg, alles ist platt. Und ihr schaut über die Grenzen, was ist passiert? Ist alles kaputt? Was soll das? Das ist unglaublich. Wir hatten wohl einen Krieg, aber wir machen nicht mit. Bum, 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 bum. Nein, ich weiß nicht. Ich habe sowieso ein ambivalentes Verhältnis zur Europäischen Union. Auf der einen Seite finde ich so einen Zusammenhalt nicht schlecht, ja, gegenüber USA oder China. Aber ihr seht ja selber, ne? Das hat nicht so richtig funktioniert. Eher eine Schuldenunion. Und als ob ihr das geahnt hättet. Jetzt wollen alle raus. Alle wollen raus. Brexit, Hexit, Schmexit, Öxit, Wöxit, Löxit. Länder wollen raus, die gar nicht in der EU sind. Erdogan hat Deutsch gesagt, wir wollen raus. Aber es ist... Es ist, irgendwie habt ihr, ich vermisse meine D-Marks, meine alten D-Marks, die waren so ähnlich schön wie die Schweizer Franken. Ihr habt schöne Schweizer Franken, toll. Da sind so bunte Menschen drauf, ich weiß nicht, wer die sind. Aber es sind Menschen drauf. Ich weiß nicht, ob ihr die Euroscheine kennt, da sind gar keine Menschen drauf. So nur Fenster und Türen. Kein Scheiß. Fensterrahmen und Türklinken. Wer hat die eigentlich gesponsert? Hornbach oder was? Ich meine, blöde Euroscheine. Nein, aber ihr macht nicht mit, ja? Ich finde das eine sympathische Haltung. Es ist ein sympathischer Sonderfall. Weil mir ist es ein Rätsel, wie ihr es geschafft habt, auf so einem kriegerischen Kontinent wie Europa, wo es in den letzten Jahrhunderten nur Kriege gab. Jeder hat jedem auf die Fresse gehauen. Die Franzosen, je venez popo, pas les français. Die Deutschen, was ist hier los? Entschuldigung. Die Russen, jüdrobotnjüdrobotnjüd. Ihr wart direkt in der Mitte Europas und habt gesagt, wir machen nicht mit. Wie habt ihr das eigentlich geschafft? Diese, Entschuldigung, hallo? Nein, nein, das geht nicht, das ist die Schweiz. Nein, das ist die Grenze. Nein, nein, nach Deutschland geht's da lang. Viel Spaß, ja, super. Ja. Hallo. Aber deswegen fühle ich mich sicher, weil in den letzten Jahrhunderten, was, 200 Jahre? Mindestens kein Krieg in eigenem Land, seit 200 Jahren Frieden oder länger als 200, so lange, ich weiß nicht, was für ein Land auf der ganzen Welt so lange Frieden hatte, außer die Antarktis oder irgendwas. Aber ihr habt, es ist ja unglaublich und deswegen fühle ich mich sicher, also ich hoffe auf die nächsten 200 Jahre Frieden, ich finde das großartig. Aber deswegen finde ich es umso sonderbarer, dass die Schweiz, dafür, dass ihr so ein friedliebendes Volk seid, habt ihr das moderne Söldnertum erfunden. Also auch wieder da, wer hat's erfunden? Diese Soldaten vermieten, ihr kamt auf die Idee. Wahrscheinlich waren die Schweizer Soldaten damals gelangweilt. Da haben gesagt, ja super, ja, jetzt haben wir Frieden, großartig. Ja. Schön für euch, scheiße für uns. Ja, jetzt bin ich tiptop parat ausgebildet. Jetzt können wir nichts machen hier. Ja gut, ich gehe mal ins Ausland, mal schauen, was da los ist. Das heißt, ihr habt eure Soldaten vermietet, weil ihr gemerkt habt, ja, die sind ja arbeitslos, mal gucken, was ihr draußen machen könnt. Das hat sogar der Papst mitbekommen. Der Papst hat mitbekommen, oh, es gibt Schweizer Soldaten zu mieten. Ja? Und dann hat er sich gedacht, habemus Schweizer Gardus. Bis zum heutigen Tag gibt es die Schweizer Garde und ich habe das nie wirklich ernst genommen. Ich hielt das so für irgendwas Touristisches, ja? Für Touristen, die ein bisschen, die ein Viertel machen wollen. Oder irgendwas, so ein bisschen, weil du kannst ja nicht ernst nehmen, die Schweizer Garde. Ich meine, wie die aussieht, wie von der Basler Fasnacht. Ha? Die kann, komm, sie sehen doch, was...
Was willst du denn im Ernstfall mit der helle Barbe machen? Stopp, halt, Moment, oder? Wir machen ein Fondue, ein super Fondue zusammen. Aber da war ich sehr überrascht, als ich feststellen musste, ich habe das ein bisschen studiert, wow, nein, nein, die Schweizer Garde hat einen sehr, sehr verantwortungsvollen Job bis zum heutigen Tag. Sie bewacht die Zugänge zur Vatikanstadt. Ihr seid Schweizer Türsteher. Ihr passt auf, wer reinkommt. Jeder, der rein möchte, sagen wir mal ein Terrorist. Und dafür müsst ihr leider leicht. Stopp, halt, Moment. Wo wollen Sie hin? Huh? Wo möchten Sie hin? Vatikanstadt, lala. Haben Sie eine Bewilligung? Ahmed. Der Schädel hat Bewilligung. Nein, keine Bewilligung haben wir. Ja, das gibt eine Buße.